Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid, dass du reinschaust. Freut mich sehr heute in meiner Häkelstube. Wir häkeln Tiere. Bienen, Igel und das alles in der Ballform. Die habe ich neu entwickelt. Also kann man mitspielen, kuscheln, verschenken, Spaß haben. Und die Form wirklich wie so ein Ball. Einfach gemacht, simpel gemacht, aus jeder Wolle, die du möchtest. Dicke Wolle, große Tiere, dünne Wolle, kleine Tiere, Handschmeichler oder so schöne Handlicher. Upcycling gefüllt, lass dich mal überraschen, was ich da alles so Berichte, was man verwenden kann, das gar nichts kostet und trotzdem ganz, ganz toll ist. Und wenn, dann ist es auch ganz, ganz günstig. Es gibt die Grundfigur von dem Ball in Weiß und die Tipps und Tricks, wie man das dann weitermacht, weil dann sieht man es am besten in Weiß. Und wie das jetzt geht, das möchte ich dir zeigen und noch viel, viel mehr andere Ideen dazu. Findest du in meinem Kanal, am besten auf der Startseite kreativ-reich die Kika-Plauderei. Da ist oben eine kleine Leiste und da steht Playlist. Und da anklicken und dann findet man alles. Häkeln, Stricken, Basteln, Upcycling-Sachen, Deko für Haus und Garten, Balkon, Terrasse, meine Mini-Gärten, Kräutergärten, Blumenwerkstatt, Edelrost-Sachen, Beton, beleuchtete Deko, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ganz besondere Ideen von mir für euch entwickelt, alles selber gemacht oder aktuelle Ideen, aber wesentlich günstiger gemacht, nicht mit den Markensachen, die man sich kaum leisten kann. Weil mein Geldbeutel ist auch klein bei 5 Kindern und es soll aber immer toll aussehen. So, jetzt genug geredet, wir fangen an und wenn du wirklich Fan vielleicht von mir sogar bist, was mich riesig freuen würde. Es gibt auch die Kanalmitgliedschaft, die darf ich jetzt anbieten. Dazu wird man von YouTube eingeladen und die findet man auch auf der Startseite. Kann mir ja mal reingucken, was ich mir da habe so einfallen lassen für euch, für dich. So, und jetzt fangen wir an. So, jetzt habe ich schon ganz oft abgenommen beim Igel und jetzt kann ich da kaum noch reinfassen und jetzt würde ich ausfüllen. Ausfüllen. Was nehme ich damit? Also ich habe es schon öfters wiederholt, wenn ihr mehr Videos von mir gesehen habt. Dann nehme ich am liebsten dann immer aus dem Discounter, gibt es manchmal die großen Kopfkissen, 80x80 Seidenschläferkissen oder Decken. Die nehme ich einfach auseinander und hole die Füllwatte raus. Viel, viel günstiger. Da habe ich manchmal eine große Decke für 11 Euro und Massen Füllwatte. Plus dann auch noch der Stoff, das Inlet, das verwende ich auch dazu. Oder ihr habt vielleicht eine alte Schaumstoffmatratze. Da mache ich den Bezug runter, schneide ihn in Würfel, so 20x20. Und immer bei meiner Wäsche tue ich einen Würfel zum Waschen dabei und lasse den dann trocknen. Nicht so viele Würfel, weil die saugen sich voller Wasser und dann dreht sich die Trommel nicht mehr. Was ich auch immer sammle, sind die Aufwaschschwämme für die Küche. Die Schaumstoffschwämme macht das fest runter, wasche die durch, trockne sie und kann dann auch ausfüllen. Alte Plüschtiere, Kuscheltiere. Aufgeschnitten, Watte raus, gewaschen, dann, auch wenn es schon im Tier drin ist, was ihr häkelt und dann gewaschen, dann ist die Füllwatte auch wieder sauber und. Also ich kaufe da wirklich nicht die Bastelwatte, die ist viel zu teuer. Auch jetzt im Moment habe ich wieder eine Decke im Wickel. Ich mache ja ganz viel und dann hole ich wirklich die Füllwatte raus. Verwende aber auch noch den Stoff
zum Beispiel für festere Teile und steckst damit aus oder kombiniere das halt. So, und dann wird jetzt gefüllt und dann fertig zugehäkelt. Ihr könnt die Nase später dran häkeln, wenn es schon komplett geschlossen ist, oder die letzten zwei, drei Reihen mit Schwarz dann gleich gemacht. Schwarz knote ich an, schneide den großzügig ab, den hellen Faden, weil das kann ich dann gut verknoten und stecke es innen rein und brauche es auch nicht vernähen. Und dann, man kann dann auch noch mal ein bisschen Füllwatte nach träglich einstecken, wenn man jetzt die kleine Nase gehäkelt hat. Moment, mache ich gerade noch, dass es ein bisschen mehr ausgefüllt ist. Und dann häkeln wir noch mal so zwei, drei Reihen mit Schwarz. Und dann haben wir nämlich gleich die kleine süße Schnauze dran. Oder du häkelst sie dann noch dran mit ein paar Stichen. Das ist egal. Eins, zwei, drei. 4 und 5 zusammen. Und dann haben wir hier nochmal 1, 2. 1, 2. Und damit der Übergang schöner ist, steche ich jetzt nochmal ein bisschen von unten hinein, da wo ich schwarz angesetzt habe. Na, abgerutscht. Ja, dann sieht man das nicht so. Richtig ordentlich sein. So, und jetzt ziehe ich das nur noch zusammen. Ich gehe einfach in die gegenüberliegende Masche, nehme mir eine Öse und ziehe sie durch die hintere. So, dann gehe ich, drehe ich das Ganze und gehe dann wieder gegenüberliegend und ziehe es zusammen. Und dann mache ich mir so eine richtig süße kleine Schnauze. Keine festen Maschen, nur eine Kettmasche oder eine Öse. So, dann ist es zu, Schnauze ist dran, großzügig abschneiden, durchziehen und dann kann man sich die noch ein bisschen so nähen, damit die wirklich eine schöne Form hat. Ne? Zieht man so ein bisschen auseinander und näht sich das noch so ein bisschen schön. Ja, dann guckt man, wo ist die Naht so. Und dann kann man jetzt auch, wenn man möchte, die Öhrchen gleich dran machen. Schwarz, braun, grau, wie man gerade will. Nein, ja, jetzt finde ich doch allen Ernstes den Anfang nicht. So, dann gucken wir mal. Dann gehen wir hier direkt an den Rand. Ziehen uns durch. Ist wieder schwarz, ich weiß, aber geht. Zum Zeigen eine Kettmasche, dass wir richtig drin sind. Und jetzt machen wir da genau immer in das gleiche Loch eingestochen und vier Stäbchen dahin gemacht. Eins, zwei, drei. Vier, und eine feste Masche noch dazu und richtig fest gezogen, dass das super sitzt. Faden abgeschnitten, dann kann man sich das auch noch ein bisschen vernähen, dass das Öhrchen richtig schön in Form kommt. Machen wir dann auf der anderen Seite auch noch. Oh, und da ist das Öhrchen dran. Da dann auch. Und dann machen wir die Augen nach. So, wir häkeln Augen. Ob dicke oder dünne Wolle ist dann dir überlassen. Die Maschenzahl bleibt komplett gleich.
Wir machen 4 Luftmaschen. Die schließen wir zum kleinen Ring. In die 4 Luftmaschen machen wir 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. Immer schön mitten reingestochen. 4, 5, 6, 7, 8. Schließen die Reihe mit einer Öse- oder Kettmasche. Dann zuziehen mit dem Anfangsfaden. Dann nehmen wir weiß oder irgendeine andere Farbe, die wie du möchtest. Setzen an. Machen 2 Luftmaschen. 1, 2. Ziehen nochmal fest. Und dann machen wir in jede Masche 2 feste Maschen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Prinzip ist verstanden. Wir verdoppeln immer die Maschen. Und so häkel ich dann meine Augen, gibt auch ovale Augen, dann muss man zwischenzeitlich mal noch Stäbchen einsetzen, unten und oben sozusagen, und nicht nur feste Maschen. So. Und da ist ein Auge fertig gehäkelt, mit einer dicken Wolle wird so groß, und dann kann man nochmal die Hälfte Franselwolle einfach auch jeweils 2 feste Maschen in 5 Maschen reinmachen. Kann man auch rundherum machen, wie man das möchte, oder so einfach. Oder man kann auch noch mal so einen Lichtpunkt mit einsticken. Und dann ist ein Auge fertig. So, die Augen werden jetzt aufgenäht, am besten feststecken, aufnähen, und dann habe ich den Mund einfach 6 Luftmaschen gemacht mit einer dicken Wolle, und das nähe ich hier unten drunter auch. Und dann haben wir das süße Gesichtchen auch schon fertig. So, und jetzt ist der Igel fertig. Ich hoffe sehr, es hat gefallen. Du konntest es gut umsetzen, hattest viel Spaß bei mir mit meinem neuesten Entwurf. Auch zu arbeiten in klein, dann halt die dünnere Wolle, und in groß, ganz dick. Ne? Das kann man immer variieren, die Maschenzahl bleibt immer gleich. Und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit, alles Liebe und bis wieder mal. Schön gesund bleiben oder gesund werden. Und ihr wisst, meine Ideen findet ihr meist am einfachsten auf meiner Startseite kreativ-reich die Kika-Plauderei in der Playlist. Und ansonsten fragt ihr mich einfach. Ich helfe immer gerne. So, alles Liebe und tschüss.